Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe wirklich lange Daten gesucht, Sachen aufgeschrieben, ausgetestet, probiert. Einfach, weil mich nach 3 Jahren immer noch interessiert, wie funktioniert eigentlich das Matchmaking, mit dem wir uns alle seit 3 Jahren auseinandersetzen müssen. Und das neue COD steht vor der Tür, es gibt erste Leaks, es gibt Infos. Warzone 2 kommt, wahrscheinlich so Februar, März, vermutet man. Modern Warfare 2 oder 22, 2 wahrscheinlich, weil so ist ungefähr das Logo gewesen. Kommt jetzt auch im August, September, Oktober. Jetzt wird schon drüber spekuliert, ob da jetzt der erste Trailer jetzt kommt. Wir haben den ersten Teaser bekommen. Also es kommen ein paar interessante Dinge, aber mich interessiert dieses Matchmaking einfach so sehr. Und bevor das jetzt von euch falsch aufgenommen wird, lasst mich euch dieses Video präsentieren und ihr könnt danach euch ein Urteil bilden. Es geht mir nicht darum, dass ich euch den ekligsten Weg zeigen will, wie ihr in 0-1er-Lobbys kommt. Das ist im Prinzip, außer man macht aktiv ganz viel, was ich euch gleich erkläre, gar nicht möglich. Es geht darum, dass ihr mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn ihr Warzone spielt, Rebirth spielt, das ist hauptsächlich Multiplayer, ist aber ein bisschen anders, nicht jede Runde in 1-5er bis 2-0er Durchschnitts-Lobby-KDs kommt. Glaubt mir, Leute, ich habe eine 1-6er KD in Rebirth. Eine 1-6er KD. Das ist nicht das Höchste. Es gibt andere, die haben eine 3er-4er, wie auch immer es möglich ist. Es geht darum, dass ihr einigermaßen normale Lobbys spielen könnt. Ihr werdet trotzdem mal durch die Gegend geschüttet, aber ihr habt mal zwischendurch ein Release, ein Relief von diesem strikten Matchmaking. Und da habe ich ganz viel Daten zusammengesammelt und habe festgestellt, dass wir mehr verarscht werden, als wir das eigentlich glauben. Und damit ich euch ungefähr erkläre, welche Parameter jetzt hier wichtig sind. Es kommt unter anderem darauf an, welche KD habt ihr insgesamt, welche KD habt ihr in den letzten 5 Spielen gehabt, welche KD haben eure Mitspieler, mit welchem VPN, spielt ihr mit VPN, spielt ihr mit keinem VPN, weil das immer wieder Leute sagen, selbst mit einem VPN habt ihr keine Bot-Lobbys. Ich weiß nicht, wer darauf kommt und das immer wieder erzählt, startet Warzone, nehmt ein VPN. Völlig egal welches und spielt mal 3 Runden. Und bitte sagt mir dann nochmal, ihr habt damit Bot-Lobbys. Das ist absoluter Bullshit. Mittlerweile, gefühlt, spielen 90% aller Spieler mit VPNs. Das heißt, es macht generell gar keinen Unterschied. Es kommt aber bei Skillbase Matchmaking auch noch drauf an, welches VPN. Also, es gibt ja Express-VPN, es gibt Nord-VPN, es gibt Open-VPN, es gibt hunderte VPN-Varianten. Es gibt No-Lag-VPN, das ist das, was ich übrigens nutze. Und es gibt da immer wieder Gerüchte so, okay, du musst Nord-VPN nehmen und dann musst du dich nach Kenia verbinden. Oder du musst No-Lag-VPN nehmen und musst dich nach Südafrika verbinden und. Diese ganzen generellen Aussagen sind Schwachsinn. Ein VPN hat hier rausgestochen, was besser funktioniert, weil es keine Lags gibt, weil es einen besseren Ping gibt und weil es tatsächlich bei einzelnen Regionen zu gewissen Uhrzeiten einfach besser ist. Lasst gerne ein Like auf dem Video, Leute. Das wird einigen von euch helfen, einfach mal wieder entspannt zu spielen. Dann werdet ihr auch gleich wissen, warum wir eigentlich alle heftig verarscht werden. Was noch wichtig ist bei dem Ganzen, Leute. Und ich werde euch zeigen, wie so meine letzten Runden aussahen, damit hier keiner denkt, ich spiele jetzt deswegen in 0,5er KD-Lobbys und das ist der Betrug schlechthin. Das hier sind meine COD-Tracker-Stats der letzten paar Runden. Und für jeden, der es interessiert, ihr könnt hier das hier einfach auch selber eingeben, wenn ihr wollt. Ihr könnt im Prinzip jeden Spieler, der das freigegeben hat, durchgängig tracken, gucken, was für eine Lobby-KD spielt er und. Ihr könnt mir auch jeden Tag auf Twitch beim Stream zuschauen, da spiele ich das auch ganz normal, so transparent, wie es irgendwie geht. So, wichtiges, erste Info. Die limitierten Time-Modes, die LTMs, sowas wie Beutegeld in Rebirth oder völlig normaler Rebirth-Modus, wie das heißt. Diese Modi haben kein Skill-Based Matchmaking, weil zu wenig Leute diese zeitbasierten Modi spielen. Das bedeutet, ihr seht, ich habe eine Runde Plunder gespielt, weil ich eben die neue MP leveln wollte. Und ihr seht es hier, es wird gar keine Durchschnitts-KD in Plunder angezeigt, weil es ein limitierter Zeitmodus ist und anscheinend öffnet er es gar nicht, auch stark. Das heißt, limitierte Zeitmodi könnt ihr immer spielen, haben kein Skill-Based Matchmaking,
funktioniert dort nicht, weil zu wenig Spieler diesen Modus spielen. Dann könnt ihr hier auch sehen, relativ viele Siege dafür, dass Rebirth ja tatsächlich immer so ein bisschen auch Glück ist und ganz viel dazukommt. Und was ihr aber auch seht, es gibt auch richtige Scheißrunden. Guckt euch das mal an. Hier habe ich in dieser Spanne von 5 Runden ohne VPN gespielt, ohne alles. Ich bin durch die Gegend geschüttet worden, es lief auch scheiße, das kommt alles dazu. Wir sehen jetzt hier 1-2er KD, 098, 094, 124, 101. Alles, was bis hierhin geht, bis 0,97, bis 1,0 oder ab, wird gefühlt unglaublich anstrengend. So sieht es dann aber aus, wenn ihr in meinem Fall nicht nur ein VPN aktiviert, sondern einen großen Unterschied. Und jetzt passt auf, ihr seht hier relativ häufig Grumpy Princess. Das ist zum Beispiel meine Freundin, mit der ich sehr häufig spiele. Die hat eine 08er KD und ich spiele in der Regel auch mit anderen Leuten aus dem Stream, mit Zuschauern und sonst was. Das Skill-Based Matchmaking wird, wenn ihr mit einem Partner mehr als 10 Runden gespielt habt, euch unabhängig von eurer KD in höhere Brackets setzen. Und jetzt kommt es nämlich das Interessante an dem Ganzen. Das, was wir haben, ist im Prinzip kein Skill-Based Matchmaking, sondern ein Engagement-Optimized Matchmaking. Das Matchmaking will alles, was es kann, dafür tun, damit ihr lange, möglichst lange Retention-Zeit habt, also lange im Game bleibt. Und wenn ihr Solo spielt, und jetzt kommt der Clou, Leute, ihr seht es, diese Runden hier, 17 Kills, 11 Kills, 10, 8, 42, 17, 11, diese Runden waren alle alleine, kein aus meiner Freundschaftsliste dabei, einfach random Squads mit Randoms aufgefüllt. Das Matchmaking, egal ob KD und sonst was, das Wichtigste fürs Matchmaking ist, und das habe ich mittlerweile ziemlich sicher herausgefunden, mit wem spielt er? Spielt der Spieler alleine oder spielt er mit Freunden? Spielt er mit Freunden, die länger als 10 Runden mit ihm gespielt haben, nicht hintereinander, sondern insgesamt, gestern 3, vorgestern 2, davor die Woche 5, sieht euch das Matchmaking als feste Gaming-Partner an und sagt, auch wenn er in schwerere Lobbys kommt mit seinen Gaming-Partnern, bleibt er länger beim Game, aus dem einfachen Grund, wenn ihr mit Freunden zockt, über den Discord quatscht, dann ist das einfach immer eine schönere Zeit, es macht mehr Spaß als alleine, dann ist auch mal eine Runde Kacke, dann lacht man drüber. Also generell, man zockt ja mit seinen Kumpels eigentlich länger, und früher war es bei COD immer so, als wenn ihr Solo spielt. Also scheißt das Matchmaking auf eure KD und es scheißt auf die KD von dem Schlechtesten bei euch. Was dafür gesorgt hat, dass Grumpy Princess, meine Freundin, teilweise in Lobbys mit mir gekommen ist, so wie hier, das ist ja noch der Ausläufer gewesen, mit einer 1,39er KD. Ganz ehrlich, Leute, eine 1,3er, 1,4er Durchschnitts-KD in Rebirth. Für jemanden wie Steffi, guckt euch das hier mal an. Guckt euch diese bodenlosen KDs doch einfach mal an. Und alle mit TTV und alle am Schwitzen und jede hiervon, jede. Es gibt dann so ein Team, das tut einem fast leid, die machen dann aber auch nichts und alles andere absolut bodenlos. Das heißt, dieses Matchmaking, pfeift drauf, ob jemand in eurer Lobby etwas schlechter ist oder eine weniger niedrige KD hat. Es geht nur danach, ihr seid Freunde, ihr kriegt so eine Lobby. Wenn ihr jetzt aber Solo sucht, sagt das Game, wenn ihr Solo spielt und durchgängig abgefuckt werdet, dann wirst du nicht lange im Game bleiben und gehst wieder raus. Weshalb ihr, wenn ihr Solo Squad sucht, ihr könnt auch Scheißrunden dabei haben, das passiert, aber 17 Kills, hier 42 Plunder, ist jetzt nicht so viel, ist aber auch nicht so wenig. Nochmal 11, Vierter geworden, 6, okay, war dann spät. Hier auch so ein Typ, der direkt abgehauen ist, such mal dein AIM V2, ist direkt rausgeflogen. Also hier Erster mit 10 Kills, Erster mit 11 Kills, mit 17 Kills, mit 16 Kills. Es geht nicht darum, dass ich angehen will, es gibt 1000 Spiele, die sind einfach besser und das ist auch in Ordnung. Sondern ihr habt angenehmere Lobbys, 089er, 09er, 108er, war trotzdem sehr entspannt, 09er, ohne zu Reverse Boosten, indem ihr einfach Solo spielt. Solo, wenn ihr entspannt spielen wollt, immer besser als mit Teammates. Dazu kommt, es gibt hunderte VPN-Anbieter und ich kann euch eins sagen, je nach Uhrzeit ist es so, dass ihr, und das sage ich jetzt öffentlich, das wird einigen nicht gefallen, Südafrika ist der Way to Go mit und wie gesagt, das sind verschiedene VPN-Anbieter. Mit NoLag VPN habe ich es am besten die besten Ergebnisse gehabt.
ich werde von NoLag nicht bezahlt, ich kriege kein Geld dafür, es ist keine Werbung, sondern ich nutze es. Ich habe es festgestellt, NoLag ist der beste VPN-Anbieter. Vormittags, unsere Zeit, bis 14, 15 Uhr kriegt ihr wirklich absolut bodenlos gute Lobbys. Viele Streamer nutzen das Ausstreamen vormittags. Wenn ihr vormittags streamen wollt, nehmt NoLag. Ihr könnt auch ein anderes nehmen. Verbindet euch nach Südafrika. Ab 16, 17 Uhr kann ich euch nur empfehlen, NoLag, versucht Kenia, versucht Südafrika. Es wird abends anstrengender, abends sind mehr Spieler, das Skill-Based Match Engagement, Optimized Matchmaking greift mehr zu. Da ist es dann nicht so entspannt. Ihr könnt gute Runden haben, ihr könnt sehr anstrengende Runden haben. Aber was mich am meisten schockiert hat an dem Ganzen, wenn ihr Solo spielt, habt ihr bessere Lobbys. Wenn ihr mit Freunden spielt, pfeift das Matchmaking auf euch. Pfeift das Matchmaking auf den Spaß, den ihr habt, sondern sagt, du spielst mit deinem Kumpel zusammen, du bleibst sowieso im Game, bleib hier, hier ist deine KD, 1-3er KD-Lobby, viel Spaß damit. Das ist bodenlos, ich fühle mich damit auch ein bisschen verarscht, weil, wenn ich streame und mit drei festen Kumpels spiele, dann ist es scheißegal, welche KD die haben. Da könnt ihr dreimal nur 3er KD dabei haben. Wenn ihr ein paar Runden mit denen gespielt habt, werdet ihr in absolut gottlose Lobbys geschickt. Das heißt, entweder ihr pfeift dann drauf, was ja auch in Ordnung ist, oder ihr spielt eben einige Runden alleine, macht Aufnahmen davon und. Hier sieht man zum Beispiel, mit Grumpy Princess gespielt, 077er KD, also wird Dritter geworden. Und jetzt guckt euch das hier mal an. Also 239er, die hier werden gar nicht angezeigt, 204er, dann geht es hier weiter, 159, 242, 228, da sind immer ein paar schlechtere bei, 172, 202er KD, 333er KD. Bei aller Liebe, Leute, es ist ja, ich könnte es ja nachvollziehen, wenn das Game sagt, der hier, Adrian, hier, wo sind wir denn? Hier sind wir. Wenn das Game sagt, ja, Sheppy, du mit deiner 1,6er, du kannst da dagegen competen, auch wenn es keinen Spaß macht, aber mit welcher Berechtigung gehen solche Leute, oder auch hier, obwohl er hier in einer festen Party spielt, oder der hier, in solche Lobbys rein. Mit welcher Berechtigung? Und wir haben es gesehen, von 150 Millionen Spieler auf 100 Millionen Spieler. Es ist nicht so, dass dieses Matchmaking dafür sorgt, dass die Spieler länger dabei bleiben. Ganz im Gegenteil, es sorgt dafür, dass Spieler verschwinden und es zeigt, dass langfristig Skill-Based Matchmaking nicht die Lösung ist. Weder jetzt für Activision, noch später für Microsoft. Probiert es aus, Leute. Da gibt es noch ganz viele andere Faktoren. Ihr könnt euch auch runterbussen. Ihr könnt 5, 6 Runden lang 100.000 Tode kassieren, Selbstmorde 10 nicht mehr. Das haben sie im Matchmaking rausgenommen und. Es war aber noch nie so krass deutlich, dass es darauf ankommt, mit wem ihr spielt oder ob ihr random mit Solo und mit irgendwelchen Leuten spielt, als so. Das ist absolut krass. Und ihr habt, wenn ihr Solo spielt, mit Randoms, wirklich das Glück, dass ihr in deutlich bessere Lobbys kommt. Da habt ihr absolute Schwachsinns-Teammates, sag ich mal, böse gesagt, aber ihr habt auch sehr gute Teammates. Aber wenn ihr eh für euch spielt, egal ob das Squad da ist oder nicht, dann ist es the way to go. Dann müsst ihr tatsächlich alleine spielen, pfeift auf eure Freunde, wenn ihr mal sagt, ich will eine Session für mich allein haben und spielt zwischendurch mit denen. Sobald ihr mit Freunden spielt, egal welche Uhrzeit, egal welche KDs, egal welches VPN, habt ihr ein Problem. Habt ihr es gewusst? Ich nicht. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Viel Spaß.